Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivelous Big Pack. Mit dabei ist der Crazy. Hallo. Habe ich dich gerade überrascht? Ein bisschen, aber es passt schon. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nur gerade aufs Klo gegangen, komm wieder und habe sofort die Aufnahme gestartet. Es war mir schon irgendwie klar, dass irgendwas in der Richtung kommt. Ja, du kannst dich langsam, das ist zu gut. Ein bisschen. Ja, wie man schon gerade hört, meine engelfleische Stimme ist wieder da. Scheiße. Soll ich vorbeikommen? Teleportiert dich an her. Du wirst sterben, das garantiere ich dir. Ah, oder du stirbst. Oder das. Wie kommt die Musik an mir trotzdem? Jo. So, schon besser. Ich war ein bisschen sehr laut. So, was wollen wir heute machen? Das war eine Frage an dich, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also ich baue meine Farm weiter und mein Zuhause. Okay, dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir mal ein bisschen weiter hier auf dem Server aufmucken, dass uns keine Sau hier irgendwie was anhaben kann. Hey, die haben wirklich gekriegt, wenn es sollen. Und zwar würde ich mir gerne heute eine neue Waffe machen, von Tinkers Construct. Und zwar, wenn ich neu sage, meine ich auch neu. Wir machen uns heute einen Crossbow. Und zwar, hier unten sind die Crossbows. Und wenn wir schon Eier beweisen wollen, dann auch richtig dicke Eier, hier wieder ein Derium, ne? Ist aber klar. So, wir brauchen aber auch dafür erstmal 9 Enderium-Waren. So, wie viel bekommt man aus 4 Perlen raus? Das waren mein... Es müssten doch... Aus 4 Stück bekommt... Aus 4 Enderperlen bekommt man 4 Enderium raus. Okay. Wie viel bekommt... Entschuldigung. Ich glaube, ich habe gerade einen besseren Weg gesehen. 3, 4. Na, nee. Und über Tinkers Construct, wie viel kriegen wir da, wenn wir schmelzen? Dasselbe. Ach, verdammt. Kann man leider nicht auszuwechseln, ich hab's schon versucht. Ach, schade. Ja gut. Ich würde aber sagen, wir machen einfach mal die Variante über Enderium Base. Dann haben wir ja noch was über. 2, 4. Kann nämlich dann schon mal durchschmelzen. Und währenddessen kann ich schon mal schnell drüben von einem Monster fahren. Oder aus dem Lager, mal schauen, was jetzt gerade schneller ist. Und eine Enderperle holen. Das ist auch gerade irgendwie komisch leggy, finde ich. Ja, ist bei mir auch ein bisschen komisch gerade. Also ich habe gerade so 13 bis 14 FPS, das ist irgendwie nicht normal für meine Verhältnisse. Ich habe gerade mal 30. Lol. Und ich schwöre, ich habe nichts Böses gebaut. Noch nicht, ne? Noch nicht, ja. Ah, ich glaube auch nicht, dass es an mir und dir liegt. Alter. Gerade war richtig heftig. Aber jetzt geht es irgendwie wieder ein bisschen. Ja, muss ich mal was im Auge behalten. Schauen wir mal, was in der Musterfarm noch so ist. Ich glaube, die wurde schnell ganz schnell. Okay, da war mal die wohl schon lange entleert. Gut. Ja, ich war ja letztens noch mal beim lieben Streetiger Let's Play dabei. So richtig schön Stummfilm-like, also wer mal hören möchte, wie sich das angehört hat. Ich weiß nicht, ob er es in der zweiten Folge gemacht hat, in der wir aufgenommen haben, aber in der ersten Folge habe ich einmal ganz kurz gesprochen. Das klang ein bisschen komisch. Ja. Das war echt nicht schön. Also ich hatte wirklich mal was... Okay, was Neues kann man bei mir ja bald nicht mehr sagen. Bei mir waren die Stimmbänder stark angeschwollen. Das muss man erst mal schaffen. Ja, so kann es auch sein. So, jetzt muss ich mal noch schauen. Kann man in der am besten nur immer da ist? Natürlich kann man es noch immer da ist, Alter. Wo noch sonst? Na gut. Nehm... Ah, geil! Geil, ich habe ja noch einen Enderium-Barren über. Ist ja geil.
Ich freue mich. Okay, wir müssen echt mal schauen, was das hier gerade ist. Das ist bei mir teilweise echt komisch am Laggen. Alter, ein Enderium-Cleaver hat schon mal 30 Attack Damage von vorne rein. Das ist heftig. Bisschen. So. Noch ein bisschen OP, oder? Ah, OP würde ich nicht nennen. Übernatürlich? Nee. Enderium ist auch halt schon relativ teuer. Weil wenn man überlegt, so brauchst du für 4 Barren schon 4 in der Perlen. Das geht noch. Ja, aber das ist schon nicht ohne für dich. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar von den. Aber schnell. Ja, wie heißen die Teile? Enderium Base oder Pyro? Nee, nee. Enderium habe ich fertig. Hier die Patterns. Achso. Weil wir müssen uns auch nochmal 2 neue Platten gießen. Meinst du Casts? Ja, Casts. Siehst du, einmal nicht Minecraft aufgenommen oder länger nicht richtig gezockt, bist komplett raus. Ja. So, ich bin mal gespannt, ob wir uns auch Pfeile machen müssen. Oder ob dann die normalen Pfeile gehen, weil wenn wir Pfeile machen müssen, habe ich schon einen Plan, woraus sie gemacht werden. Enderium? Nee, nee, nicht Enderium, das ist mir zu teuer. Weil ein so ein scheiß Kopf braucht einfach mal ein Barren. Das ist mir eindeutig zu teuer. Ja, das ist ein bisschen teuer. Was ist das hier? Okay, was braucht? Warte. Schau doch einfach mal hier nach. Was braucht? Ach, auch noch ein Taschwort. Taschwort hat auch, konnte man eigentlich. Ne, ich muss anders anfangen. So ein Taschwort hat nicht zur Durability dazu gezählt, ne? Nicht, ja. Dass ich wüsste. Da könnte man das aus Papier machen. Theoretisch. Gut. Ein Crossbowlin. Ja, die gehen mal rein. Ein Crossbow Body Pattern. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir das hier schon haben. Ich das, oder? Oh, haben wir sogar. Das muss ich nämlich mal nachschauen. Okay, Bowstrings kann man wirklich noch sein. Da macht das irgendwie noch so Metall-Slash-Fan oder sowas gehen. Gibt's ja manchmal. Na gut. So Profi wie ich bin, habe ich natürlich Call vergessen. Okay, ich habe jetzt schon keine Lust mehr, es weiterzubauen bei mir. So viel? Brauch über'n Stack Pistons. Und nun ja, ich glaube, es geht ein halbes Stack Eisenblöcke drauf. Eisenblöcke? Ja. Du bist wahnsinnig, oder? Ist halt nun mal so. Okay, das war dann wieder ein bisschen laggy. Ich hau mir bei mir das Texture Pack raus. Also sorry Leute, das ist jetzt gerade mal Vorsichtsmaßnahme. Ich hab keinen Bock, dass ich jetzt irgendwie so eine ganze Dauer für 10 FPS Aufnahme habe. Also ich habe mit Texture Pack auch gerade nur 30 FPS. Ich find's komisch, ich habe gerade hier teilweise in der Stadt 10 FPS. Ja, das habe ich da normal. Ja, sonst hatte ich immer so um die 30 gehabt. 30 bis 40, das war. Das war zum ersten Mal so. Das ist mein erstes Mal! Ja, komm, kannst ein bisschen schneller die ganze Kacke rendern. Du. Und dann hast du so? Da craftet gerade alles zu Pistons. Ja, komm, aber Eisen sollte ein bisschen das Problem sein. Du hast ja schon die Erzverdreifachung aufgebaut. Okay. Nun ja, nicht wirklich. Nee, Verdreifachung ist eine Vervierfachung. Da gibt es dann noch die erste Fantastillionenfachung. Und jeder, der in Mathe aufgepasst hat, weiß ja, erst 12 mal Fantastillionen sind unendlich. Also du kannst ja wirklich einen Mechanismus, kannst eine erste unendliche Fachung aufbauen. Was hast du vor der Aufnahme genommen?
Also wie ist heute bei uns in der Schule den ganzen Tag? Okay. Verstehst du jetzt, was ich eben meinte? Ja. Das war so schön wie tatet heute. Ich hab deine armen Klassenkameraden. Aber die wissen noch gar nicht, was auf die Zukunft wird, ne? Nee, nee. Will ich das? Meh. Also. Verschwinden die Stone-Teile einfach, wenn man das in der. Die Patterns gießt, die Cast. Theoretisch? Ich glaube nicht. Die waren einfach auf einmal weg. Das ist blöd. Aber. Naja, die Plattform ist ja da. Also. Das Cast. Ja, das ist auch da. Okay. Komm, dann hauen wir die einfach jetzt mal hier rein. Du musst dann später mal bei mir vorbeikommen. In Aufnahme oder außerhalb? In. Gut. Aber ich sag dir, wenn ich drauf gehe. Warte, ich kann dir gerne neue Koordinaten sagen. Ja, machen wir gleich. Verstehst du nicht sicher? Ich schaue mir jetzt erstmal ein bisschen weiter an Papier. So. Paper, please. Ja, ich kann es auch manchmal ankündigen. Obwohl, das Ankündigen ist ein bisschen blöd. Ich glaube, bis da. Bis die Folge rauskommt, sollte das neue Projekt auch schon da sein. Aber wenn nicht. Ja, ihr habt euch mitgehört, es gibt ein neues Projekt, ein Kurzprojekt. Was ist über. Ah, ich bin. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich die Folge hochladen werde. Ich sag jetzt mal Samstag oder Sonntag. Dann sollte das wahrscheinlich schon draußen sein. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Ich zocke mit ein paar Kumpels das Nitrado Spätsommer-Event. Es fängt spät, oder? Ja, ja, deswegen auch Spätsommer. Schön flach. Das war auch heute in der Schule bei uns so genial. Wenn wir es in Mathe zu spät gekommen, später bin ich vorhin auf Klo gehen. Mein Mathelehrer haut einen der asozialsten Sprüche ever raus. Was ist denn Mathelehrer? Was sollen sie sonst machen? Der guckt mich nur an. Wo wollen sie denn hingehen? Ich wollte auf die Toilette. Irgendeiner sagt dann nur, der will nur nach Mordor gehen. Mein Mathelehrer guckt mich an, guckt den an und sagt dann nur, nee, nee, kann nicht sein. Frodo ist nach Mordor gegangen, nicht Gollum. Oh. Ey, der kam so übelst asozial. Oh mein Gott. Ja, mein Mathelehrer und ich haben da so eine kleine Feder am Laufen. Ich werfe, dass das am Papier reicht. Ich wette fragt nicht. Fragt sich nur, wen er damit gemeint hat. Der hat nämlich damit gemeint. Das ist natürlich dann blöd. Ja, wie gesagt, haben wir so eine echt kleine Feder am Laufen. Wir haben uns manchmal so ein bisschen lieb, dass man sich mal einen Hals umdrehen könnte oder so. Ach, das kenne ich. Bei mir ist es seit der 8. Klasse so, dass ich im Unterricht von Mathe nicht mehr aufgerufen werde. Verdammt. Bin zu gut. Ja, zu gut bin ich nicht. Ich bin sogar meiner Meinung nach wirklich einer der schlechtesten Schüler an Mathe. Nein, ich zum Glück nicht. Oder das heißt es bei mir einfach ist? Der mag mich unnormalst. Es ist einfach so. Der hatte wirklich einmal ungelogen, da sage ich jetzt einmal wirklich eine Aufnahme. Eine Klausur hatte ich voll verkackt. War auch wirklich so kurz vor Ende der 11. Fragt er mich so, was wolltest du denn auf dem Server haben? Was wolltest du denn auf dem Zeugnis haben? Hat er dich ernsthaft nach einer Note gefragt? Ja, jetzt warte mal ganz kurz. Kann man keine Papierteile erstellen? Für was brauchst du es denn? Ein Toughbinding. Doch da nicht. Ja, das ist jetzt ich hab selber ein paar Probleme mit Papier gehabt. Hier ist das komischste momentan im Tinkers Construct. Ich merke das schon.
Komm, dann machen wir mal aus Elektrum einfach. Elektron sollte wenigstens schön schnell gehen. Kann ich aber schon mal die Bowstrings machen. Da kann ich dir in Mathe das gleiche schon mal erzählen. Also, ich bin in Mathe nicht reingekommen und ich und ein Klassenkamerad sind eigentlich die Schlausten in Mathe. Okay. Klingt zwar jetzt ein bisschen, nun ja, angeberisch, aber es ist halt einfach so, obwohl wir Mathe 2 waren. Und dann stand eine Aufgabe an der Tafel und dann hat uns unsere Lehrerin erklärt, dass sie die nicht lösen kann. Also sie kommt nicht darauf, wie sie das lösen kann. Da war ein Rechteck, wo an der Seite ein kleines Dreieck abgeschnitten war. Und da sollte man den maximalen Flächeninhalt bestimmen. Und sie ist nicht draufgekommen, wie. Oh, ich kann es mir schon vorstellen. Ihr wusstet wie, ne? Naja, wir wussten auch am Anfang nicht wie. Aber dann irgendwann in der Physikstunde ist es mir dann eingefallen. Und dann hat sie, dann haben wir mit ihr ausgemacht, wenn wir das knacken, bekommen wir eine 1 mündlich. Ja gut, wir haben es geknackt und haben eine 1 mündlich bekommen. So, was soll ich sagen? Ja. Ich habe einen Crossbow. Muss ich mich jetzt verstecken? Jo, das sieht schon mal geil aus. Das hat so ein Kamerasum, wenn du das in die Hand nimmst. Oh, geil. Jetzt will ich erstmal schauen, ob das auch mit normalen Pfeilen geht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, nee. Der hat auch einfach mal als deshalb Fähigkeit stehen. Reinforced 1 und Fancy. Oh. Jetzt kommt der Moment des Tages. Pfeile. Geh nicht. Das war zu erwarten. Ja. Na gut. War, wie gesagt, wie es zu erwarten war. Also schon überlegt, wie wir die Pfeile machen, aus welchem Material. Und zwar aus Signalum. Was ist Signalum? Signalum ist eigentlich nichts anderes als... Hier sieht man so Signalum Blend. Kriegt man aus 3 Copper das, 1 Silver und einem 1er. Destabilize Redstone. Oder, wie ich es jetzt gleich machen werde, im Alloy-Smelter 3 Copper, 1 Silver, 10 Redstone. Das ist eindeutig einfacher. Und davon wollte ich dann mal so... Ah komm, machen wir mal 30 Stück. Also 30 Redstone. Dann waren das... Hab ich schon wieder vergessen. Das war das. Als kann man das grüßen? Ja, so ungefähr. Okay, das waren noch 3 Silber. 1, 2, 3. Der letzte darf auch keiner dazu kommen, vielen Dank. Und 9 Copper. So, dann sollten wir jetzt hier dup 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 Signal umkriegen. Möge das große Schmelzen beginnen! Das hat gerade irgendwie weh. Kann ich mir vorstellen. Ey, aber Christian? Soll ich dich mal ein bisschen neidisch machen? Lieber nicht. Ich habe gestern einfach mal in der Schule 2 Bücher geschenkt bekommen. Ein Buch über JavaScript im Wert von 45 Euro und ein Buch über C++ im Wert von 80 Euro. Von welchem Verlag? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, das C++ war vom hier von dem Galileo Open Book da oder was das ist. Also war das die dicke Fassung oder die dicke? Alter. Stell ich mir auch demnächst. Also das mit JavaScript, da habe ich auch eins. Wie viel hast du bezahlt? 50 Euro? Ja, habe ich gespart. Lacker, ey.
Ja, ganz ehrlich, unser Mathelehrer hätte die ansonsten wegwerfen müssen. Und das war ernsthaft? Ja. Ja. Warte mal, du hast doch ein C-Sharp-Buch noch, oder? Ja. Das wollte ich auch irgendwann mal vielleicht anfangen. Oh, C-Sharp kann ich dir ziemlich viel beibringen. Okay. Ja, glaub mir. C-Sharp, also ich bin im Erklären, bei C-Sharp bin ich echt fett von Arsch. Ich kann dir viel beibringen in Webtechnologie, also Websprachen und so. Ja, können wir mal drüber reden. Was? Okay. Boah, ist eigentlich eingeben gerade ein bisschen auf die Nerven. Arrowhead brauche ich und... das Fletching. Jetzt habe ich außerdem auch noch so einen Shuriken-Part gemacht, kann man ja mal machen. Und ich hab das in Derim verkackt. Hat gerade keiner gesehen. Ich habe gerade exzessive Ressourcenvernichtung begangen. Geht jeden Mal. So. Dann mobs ich mir hier drüben nochmal ganz schnell 2 Gold. Hier ist ja bestimmt der Bruder, oder? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Ist wirklich? Ja, irgendwie schon. Ist er jetzt hier oben? Das Fletching, da brauchen wir nur Federn. Haben wir davon eigentlich welche? 17 Stück. Ich hoffe mal, dass das reichen wird. Und jetzt kommst du, kriegst irgendwie so aus einem dann irgendwie so ein Stack Pfeile raus, aus einem Craften. Das wäre ein bisschen OP. Ja, natürlich wäre das OP, aber... mir wird's gefallen. Ja, klar. Wem nicht, ne? Mhm. So, noch einen Kobelstone. Ich lieb grad wieder die Musik bei mir. Nein, ich hab keine Musik an. Zum Glück. Ja, ich brauch einfach, ansonsten kann ich die Aufnahme einfach so in die Tonne klopfen. Okay, Signal ist schon mal fertig gegossen. Also fertig geschmolzen meinte ich. Ich muss noch gerade auf die Goldbarren warten. Und dann können wir gleich mal wieder zu mir rüber. Und die Pfeile zusammen craften. Und dann heißt es. Weiß dich richtig, ne? Oh ja, dann heißt es in der nächsten Folge jetzt mal schön Sniper Tour auf Christian. Ey! Ich hab doch nichts gemacht. Oh doch! Genauso gut. Ich habe gestern, wie gesagt, 3 Bücher abgestoppt über das Programmieren. Heute habe ich auch schon wieder 3 Bücher bekommen. Alter! Ja, aber richtige Schulbücher. Italienisch. Was willst du mit Italienisch anfangen? Ich muss Italienisch anfangen als Ersatzkurs für Französisch, weil ich ja schon die 2. Fremdsprache habe. Oh. Das ist blöd. Okay, die Fallköpfe werden gegossen, aber das kann man in der nächsten Folge fertig machen. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, reingehauen, reingeknödelt. Ne, jetzt mal erstmal richtig. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Ich mache mir nebenbei wieder so lustige Fingerbewegungen und sage in diesem Sinne, hasta la vista, adieu, au revoir, etc. Und bis bald. Tschüss.